Was bisher geschah? Oh, ein heiliger Irrer auf einem Rad. Das muss der Weise in der Wüste sein. Und so geht's weiter. So, wie hatten wir ein Loch? Ach so, die verfolgen uns tatsächlich. Ach, weil wir den verwissenen Arm dabei haben bestimmt. Die verfolgen uns. Das finde ich jetzt irgendwie witzig. Witze für Frauen. Hat die Möpse. Frauen wollen Witz. Steinigt ihn! Ja, ja, ja. Auf den Kopf! Oh. Los, los! Oh nein, ich spüre wieder die Déjà-vu-Kopfschmerzen. Nun ja, die Leute wollen es eben. Wenigstens wissen sie, was passieren soll. Ah, hier haben wir's. Sie hat das Komische missbraucht und wird dazu verurteilt, mit weichen Zuckersteinen gesteinigt zu werden. Was? Das Komische missbraucht? Wie? Oh, es spielt keine Rolle. Oh, doch. Nenn die Einzelheiten, du Faschist. Du bist des schlechten Klamauks schuldig. Damit ist Spaß gemeint, der eigentlich keinen Spaß macht, weil er viel zu langweilig und leblos ist. Das ist das Ergebnis, wenn man andere Leute nachahmt, anstatt sich selbst etwas einfallen zu lassen und wirklich kreativ zu sein. Hör auf! Du hast nachgeahmt! Ich ahme nicht nach, ich parodiere. Parodieren. Parodieren. Das ist etwas ganz anderes. Der Unterschied besteht vor allem darin, dass man keine Copyrights verletzt. Meine Güte! Hört auf! Hört auf! Wer hat das geworfen? Warst du's? Ja. Nun? Sie hat nachgeahmt. Hört auf! Hört auf! In Ordnung, niemand wird gesteinigt. Bis du gepfiffen hast. Wir haben es gesehen. Es war eindeutiges Nachahmen. Steinigt ihn! Oh Gott. Ich bin völlig unschuldig. Ich wollte diesen Kram nicht. Man hat mich dazu gezwungen. Wollen wir diese Szene Sketch des toten Nachahmens nennen? Pass auf! Yay! Das ist eine Parodie von Monty Python gewesen, I would assume. Ich habe leider nie irgendwas davon gesehen, muss ich gestehen. Von daher habe ich das Ganze jetzt nicht wirklich verstanden. Das kann ich nicht mehr. Na gut, dann nicht. Das Tier ist auch nichts. Sehr schöne Grafik für Steine. Die haben wie kleine Bohnen oder so. Warum folgen mir die Biester, wenn ich ihnen doch nur den verdammten Hals um... Ich habe das Gefühl, die wollen diesen Arm haben. Aber das Problem ist... Ja, ich weiß, dass ich, aber ich gebe es ihnen zurück, wenn... Okay, also passt das hier nicht. Auf jeden Fall haben wir den Zuckerstein. Das ist sehr gut. Das ist sogar sehr, sehr gut. Das ist mega gut. Jetzt kann ich den scheiß Treu dem das geben. Und dann habe ich das Mädchen schon mal. Woher kriege ich nur die Antwort auf die Frage, warum? Das ist das Wichtigste, was mir gerade den Kopf zerbricht. Wie kriege ich das hin? Wie tausend Namen, woher überhaupt und so. Er ist doch der Weise, er müsste es doch wissen. Manu. Wir nehmen mal eben... Scheiße. Ach nee, wir müssen nach Hollywood. Wir können einfach raus. Was mich auch so ganz minimal nervt, ist, dass du hier ständig... Was macht er denn da? Gegen die Wand rennen. Wirklich durch riesige Szenen musst. Obwohl das eigentlich geht. Es geht. Ich glaube, ich meckere hier gerade auf hohem Niveau. Vielleicht ein wenig zu hohem Niveau. Dieses Vieh geht mir so auf den Sack. So, guck mal, was ich für dich habe. Extra importiert. Hier, probier mal Zuckerstein. Hab ich von Jelly Baby mitgebracht, extra für dich. Oh, danke. Jelly Baby, der Name erinnert mich mal an diese kleinen dämlichen Bohnen, die du dir kaufen kannst, mit unterschiedlichen Geschmäckern. Das schmeckt. Oh, meine Zähne, meine Zähne. Tut weh, tut weh. Schon gut, schon gut. Nun schrei nicht gleich so. Mal sehen, ob ich dir helfen und das Ding herausziehen kann.
Ich muss ihm erst helfen. Wie soll ich dieses... Spitzhacke? Wie soll mir das dabei helfen? War nur so eine Idee. Ich bräuchte eine Zange dafür. Vielleicht mit einer Säge. Ich könnte es ja raussägen. Wie soll mir das... Ja, nein, okay. Hiermit vielleicht? Wie soll mir das... Seil. Ich hab ein Seil. Ich hab ein Seil. Ich hab ein Seil. Ich könnte es daran festbinden. Lass mich mal versuchen. Dies müsste eigentlich klappen. Nice. Yippie. Wir haben einen Diamantzahn. Den kriegst du. Miss Milchmädchen. Ich wollte was Böses sagen und habe mich zusammengerissen. Ah, guck, wie glücklich sie ist. Einen Diamanten, groß und rein genug, um Einsamkeit zu vertreiben. Geh jetzt nach draußen und spiel die Hauptrolle in meinem Klicker. Andernfalls nehme ich dir die ganze Schminke weg und sorge dafür, dass du nie wieder einen Friseur besuchen kannst. Du herzloses Ekel! Meine Güte, man könnte meinen, es gäbe nichts Wichtigeres für dich. Oh, schick. Ich glaube, die lasse ich erstmal drin. Um Schnapper zu sagen, dass du die Schönheit gefunden hast. Lassen wir sie in Ruhe. Okay, weißt du, wir können die Sachen ja schon mal abgeben. Mit der Band, weil ich nicht weiß, ob das nicht schon reicht. Ich glaube es nicht, weil sonst hätten wir nicht die Option, diesen Song da, den geschriebenen, von dem Pseudo-Weisen zu bekommen. Aber naja. Wir haben ja wenigstens schon ein paar Sachen gefunden. Ich habe die Schönheit gefunden, Herr Schnapper. Kann sie schauspielern? Natürlich kann sie das. Sie ist eine Thespis-Jüngerin. Und wenn schon, das ist heute sehr in Mode. Na gut, sie ist ebenfalls engagiert. Nice. Gut, dann haben wir noch eine Band. Guck mal. Ich habe eine Band gefunden, Herr Schnapper. Ausgezeichnet. Verstehen die Leute ihr Handwerk? Sind sie in die Aura des Erfolgs gehüllt? Nein, natürlich nicht. Immerhin handelt es sich um Musiker. Na gut, sie sind engagiert. Und das ist der Nachteil von Musik. Man muss sich mit Musikern abgeben. Ach, schlimm sowas. Musiker sind die schlimmsten von allen. So, Krimskrams. Kann ich ihm... Habe ich hier... Ist das Krimskrams? Nein? Das nützt... Ja, ist ja gut. Ist das hier vielleicht Krimskrams? Hier ist der Krimskrams. Ernsthaft jetzt? Wie geil! Krimskrams? Das hier soll Krimskrams sein? Oder doch nicht so geil? So etwas habe ich nie zuvor gesehen. Es ist neuer Krimskrams. Ja, das stimmt vermutlich. Ich hasse es, wenn sich die Logik gegen mich wendet. Wie wär's, wenn du die Zeit von jemand anders mit Philosophie und dergleichen vergeudest? Einige von uns sind mit einem Spiel beschäftigt. Ich habe keine Zeit für... Das ist ja geil. Hätte ich ja jetzt... Irgendwie ist mein Pfeil... Okay. Meine Maus ist irgendwie komisch. Jetzt ist sie wieder normal. Okay. Gut. Wir haben eine Band. Wir haben das Milchmädchen. Milchmädchen. Wir haben Krimskrams. Tatsächlich ist das Krimskrams gewesen. Hat aber nicht angesagt, ne? Vor allem, was hat das mit dem Film zu tun? So rein gar nichts. Ich hoffe, damit ist der Krimskrams fertigt und ich muss nicht noch mehr davon suchen. So, was brauche ich jetzt noch? Ich brauche den scheiß Song von dem scheiß Typen. Das heißt, ich brauche eine Frage auf die, eine Antwort auf die Frage, warum. Ich brauche irgendein Vieh, was sich da reinbegibt. Das heißt, ein Wurm wäre nicht schlecht. Und ich brauche ein Foto der Eiskönigin. Nee, Elfenkönigin hieß es. Und ich habe keine Ahnung, wo die ist. Okay. Ach ja, Für das Foto brauche ich den scheiß Kobold. Jetzt verstehe ich, wieso der Kobold da so eine Rolle spielt. Der muss ja in meine Kamera. Oh! Ach, hier sind wir wieder da, wo der Tod ist quasi. Okay, Brandung. Ah, das Meer ist unruhig. So bin ich ebenfalls, wenn ich Sand im Bett habe. Warum solltest du Sand im Bett haben? Es scheint mir doch keine gute Lösung. Körbe. Sieh sie dir gut an. Vielleicht knüpfst du sie während einer Heiltherapie, bevor dieses Spiel zu Ende geht. Das kann bestimmt sehr beruhigend sein. Zuerst sollte ich Schnappler fragen. Wieso haben die alle dieselben Namen? Das geht so nicht. Ah, ein krummer Stock. Wie lustig. Oh, wie witzig und so. Ein Laden mit jeder Menge Lokalkolorit. Ich habe gerade genug Zeit, mich dort umzusehen.
Vielleicht finde ich was Interessantes. Ich hätte vor allem gern diesen krummen Stock. Das soll wohl ein Witz sein. Wozu brauche ich einen krummen Stock? Wieso denn nicht? Er liegt doch da und der sieht aus, als ob wir ihn mitnehmen könnten. Und ich möchte auch diesen sehr schicken Hut haben, wenn ich ehrlich bin. Der sieht auch aus, als ob ich ihn mitnehmen könnte. Egal, reden wir mal mit ihm. Larven, Kumpel? Was? Larven. Leckere Larven. Einfach köstlich. Riechst du sie schon auf dem Grill? Sie kosten nur 3 Münzen und bei solchen Preisen werde ich nur langsam reich. Nein, danke. Heute steht mir nicht der Sinn nach Insektenlarven. Könnte der Fehler deines Lebens sein, Kumpel. Die Dinger sind eine wahre Gaumenfreude. Bäh. Larven? Riechen grässlich. Stell dir vor, du verirrst dich in der Wüste. Dann wärst du bestimmt froh, sowas essen zu können, Kumpel. Das wäre eine gute Werbung für Landkarten. Bist du sicher, dass du von hier stammst? Du erscheinst mir sehr vertraut. Ebenso sicher zählen Schnabeltiere zu den eierlegenden Säugetieren. Darf ich deine Aufmerksamkeit auf sehr qualitative Qualitätswaren richten, Kumpel? Picknickkörbe, Hüte mit Korken drin, wie wär's mit einem hübschen krummen Stock? Davon kann ich eine große Auswahl bieten. Nein, warum verkaufst du nichts Nützliches? Etwas Nützliches? Dies ist nützlich. Siehst du? Hier, das Beste vom Besten. Nimm 2 rohe Insektenlarven. Die Dinger heilen wie Magie. Wie Magie? Nun, ich meine, wenn sie was heilen, so grenzt das an Magie. Komm schon, Kumpel. 2 für den Preis von 1. Und ich versichere dir, ich könnte viel weniger verdienen. Lass mich in Ruhe. Okay, wir haben einen Krummstock. Eine Art krummes Stockding. Bei solchen Objekten sollte man ein Handbuch mitliefern. Ja, ganz schwierig. Ich werde das Ding noch los. Wahrscheinlich nie wieder für den Rest des Spiels. So, kann ich hier irgendwie... Nee, ich glaube, das war's dann auch schon. Komisch. Man reist viele 1000 Kilometer weit und begegnet jemandem, der einen an jemand anders erinnert. Aber nur ganz begrenzt. Auch die Sprüche, nur ganz begrenzt. Bone Die Beach? Bone Die Beach? Ist kein sehr schöner Name für so einen Strand. Saß hier nicht tot? Vor gar nicht so langer Zeit? Irgendwo hier? Nee? Okay, vielleicht ist er umgesiedelt an einen anderen. Ach nee, gar nicht. Der sitzt ja in Hollywood mittlerweile. Ach, ich kann da lang. Oh, Ameisen. Hallo, Ameisen. Ah, der Ameisenhaufen. Ein Wunderwerk der Natur. Solche Komplexität. Eine so sichere und doch instinktive Baukunst. Eine ganze Gesellschaft, die vor unseren erstaunten Augen blüht, sich entwickelt und wächst. Ich schlage vor, wir beschaffen uns jetzt ein Vergrößerungsglas. Wow, wie grausam. Daraus entstehen Soziopathen. Gut, wir haben Ameisen. Und lassen wir ihn in Ruhe. Ja, ja. Ich weiß noch, dass wir dieses komische Gerät da kaputt gemacht haben von den einen Typen. Und die Ameisen sind raus. Und er hat gesagt, wir sollen ihm doch neue Ameisen besorgen. Oder irgendwie in die Richtung. Oder ich wollte ihm neue Ameisen besorgen, aber wir können es ja jetzt mal probieren. Weil wir haben ja noch Honig. Also wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht, was klappen soll. Keine schlechte Idee. Aber ich muss die Ameisen herausholen und irgendwo unterbringen. Ah, okay. Den Honig könnte ich später gebrauchen. Ich muss sie irgendwo unterbringen. Das heißt, ich brauche... einen Korb? Kann ich jetzt... Baum? Eucalyptus cacophonia nervosa. Der wenig laute Gummibaum. Es ist eine kaum bekannte Tatsache, dass diese Bäume während der dunklen Hochsommernächte wie Eulen schreien. Eigentlich bin ich der Einzige, dem diese Tatsache bekannt ist. Wieso glaube ich das nicht? Wieso glaube ich, dass du flunkerst? Gut, ich muss irgendwie irgendeine Art von Zeug kriegen für das. Wo komme ich hier hin? Komme ich da wieder zurück zum Schiff? Tatsächlich, nein, nein. Ich will den scheiß Korb da unten haben. Das sieht doch aus wie so ein Picknickkorb. Wenn ich da jetzt noch ein bisschen Essen reintue, dann... Ja? Zuerst sollte ich... Ja, aber ich... Ach so. Hi. Der Picknickkorb. Er ist nicht zufällig mit Käfern gefüllt, oder? Nein, Kumpel. Käfer würde ich zusätzlich in Rechnung stellen. Ein Gelegenheitskauf. Den Griff bekommst du umsonst. Und dadurch verliere ich kaum Geld. Nice. Und denn da vielleicht rein? Der Honig würde es nur klebrig machen. Warum denn? Was? Hier, vielleicht eine Maus. Ich fürchte, bei diesem Geschöpf kommt jede... Ich muss da irgendwas... Hier, dem verwesenden Arm. Ich schlage vor, wir lassen den... Ha... Mano. Gedanken. Ah, der Knochenweißstrand. Sonne,
Meer, Sonne, Sand, Meer, Hitze, Fliegen und ein seltsamer, unbeschreiblicher Geruch, der unaufdringlich und verstohlen an allem haftet. Genau der richtige Ort für die Toten, um ein wenig das Leben zu genießen. Seltsam. Die Wellen haben etwas Hypnotisches. Sicher macht's großen Spaß, dort zu schwimmen, den zerbrochenen Flaschen und rostischen Angelhaken zwischen den Haien auszuweichen. Ach, klingt nach viel Vergnügen. Ich frage mich, wie man's anstellt. Oh, kannst du nicht schwimmen? Das ist schlecht. Na dann, bis demnächst. Aber warte mal. Ja, bis... Bis dann. Ja, ist schön. Brandung, wir hatten doch ein... Lassen wir ihn in Ruhe. Ach Mann, wieso? Nach ungefähr 10 Stunden Spielzeit kann ich's immer noch nicht. Auf zu den Wellen. Kauabunga, Jungs. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es klingt richtig. Juhu! Wir haben ein Surfbrett. Genau. Kann er hier drauf surfen? Ohne dass die Kamera sich 1000 Mal irgendwie dreht? Können wir vielleicht mehr in die Richtung? Yay! Oh ja, was für eine groovy Musik. Oh. Ja, ein bisschen mehr Übung. Es muss doch eine Möglichkeit geben, auf dem Brett zu bleiben. Oh, das haben wir jetzt nicht verloren. Na, zum Glück. Wir haben noch Kleber. Können wir das mit Kleber bestreichen? Dadurch sind wir bestimmt einen wichtigen Schritt weiter. Jetzt falle ich sicher nicht mehr herunter. Ja, okay. Denn ich... Probieren wir es nochmal? Vielleicht, wenn die Brandung kommt? Goddammit, wenn die verfickte Brandung kommt? Wieso sehe ich keine Brandung? Manu, was ist denn los da? Go! Ach so, natürlich. Er trägt gar keine Schuhe, fällt mir mal wieder auf. Nur seine komischen Socken. Irgendwie, Primitive Bilder von Schafen, gut erhalten. Sie sehen genauso aus wie vor Tausenden von Jahren. Und sie sind mit jenen Dingen beschäftigt, an denen Schafe vor Jahrtausenden Gefallen fanden. Schafe sind eigentlich nur Schafe. Warum denn Schafe? Warum ist das wichtig? Hat das irgendwas mit dem Schaf in diesem komischen, Schrank zu tun, was wir da gefunden haben? Dieses Skelettschaf? Primitive Bilder von Schafen. Ja. Und sie... Ich glaube nicht, dass ich sie fortnehmen kann. Ich muss irgendwie eine Kopie anfertigen. Das sieht nicht aus wie ein Schaf übrigens. Eine Kopie. Aber wofür? Wofür brauche ich denn eine Kopie von diesem Schaf? Damit ich das bestimmt den Schaf zeigen kann. Frage ist jetzt. Wie mache ich davon eine Kopie? Könnte ich das hier vielleicht da drauflegen und dann abmalen? Das hilft mir nicht dabei. Ich könnte ein Foto davon machen, wenn ich den scheiß Gnomen hätte. Oh, hier, vielleicht hier? Das hilft mir nicht. Das ist ja jetzt auch interessant. Wie kriege ich davon? Bitte, bitte, lieber Gott. Ich glaube, so weit bin ich einfach noch nicht. Das hilft mir nicht. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich hab das Gefühl, also wir könnten ja ein Blatt Papier drüber legen und dann quasi mit Kohle so, aber nee, es ist ja gemalt und nicht reingekratzt. Wie kriege ich denn davon eine Kopie, außer mit dem Fotoapparat? Vielleicht brauche ich auch dafür den Fotoapparat. Ich weiß es nicht. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ich surfe mal wieder davon. Gut. Können wir ja später nochmal zurückkehren. Ich würde jetzt tatsächlich gerne... Okay. Kann ich echt nur aus dem Bildschirm raus, wenn ich da jetzt komplett hochlatsche? Das ist ungünstig. Ach nee, wir haben ja sowieso den komischen Picknick... Vielleicht reicht der Picknickkopf schon so. Warte, das wird wahrscheinlich nicht reichen, weil wir dafür Essen brauchen. Aber ich weiß, wo es ganz viel Essen gibt. Ich habe gerade so viele Ideen, so viel Geistesblitz, ist unfassbar. Hier sind wir etwas auf der Spur. Ja, er sollte gefühlt sein. Wetten, das ist mit dem Essen aus dieser komischen Mensa? Den Kuchen, wo er sich versteckt hat am Anfang? Oh, das will ich sofort probieren. Ah, bitte, 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 das muss funktionieren. Das ist so genial. Komm schon, Nahrungsmittel, komm schon. Vor allem, die haben seinen Kuchen umgeschichtet. Der war davor da und jetzt ist er da hinten. Ja! Geil. Oh, ich bin gerade so happy. Wie gut das klappt. Normalerweise, keine Ahnung. Also ich eigentlich gefühlt brauche ich viel länger für solche Spiele. Aber gerade läuft es echt flüssig.
That's death. No need to take a breath. Just lie around all day with not a single bill to pay. Hooray, that's death. No more sicknesses or flu. If you've lived beyond your means, you can die beyond them too. Boo-hoo. Well, the greatest and the